Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem Stadtgespräch, das zumindest vom Niedlichkeitsfaktor her nie übertroffen werden kann. Sie sehen hier bei mir ein kleines Kerlchen, 4 Monate alt. Das ist Susa, ein Zwergspitz. Und ich darf Ihnen die anderen Gäste vorstellen, weil dann verstehen Sie auch sofort, um was für ein Thema es heute geht. Wir fangen an mit Katrin. Katrin ist Tierpflegerin im Tierheim München und hat ein wirklich sehr kleines Hündchen mitgebracht, einen Ovchanka namens Punchy. Ich darf sehr herzlich begrüßen den Leiter der Auffangstation für Reptilien in München, Herrn Dr. Bauer, der ein sehr ungewöhnliches Reptil dabei hat, nämlich Heidi, ein kleines Waschbärenmädchen. Und ich darf Herrn Perlinger vorstellen, den Vorstandsvorsitzenden des Tierschutzverbandes in München, mit Diva. Diva ist jetzt gerade ein bisschen nicht ganz so bei uns, weil sie, glaube ich, ein bisschen schüchtern ist, gell? Ja, und der Waschbär interessiert sie natürlich wahnsinnig. Das ist klar. Und der Waschbär wiederum interessiert sich im Moment eher dafür, was er mit dem Herrn Dr. Bauer anstellen kann. Auf jeden Fall kann man den sehr gut anknabbern. Wir sind beim Thema Tiere als Ware in unterschiedlichsten Formen. Ich darf Ihnen auch gleich sagen, liebe Zuschauer, dass alle Tiere, die heute bei uns im Studio sind, einen neuen Besitzer, eine neue Besitzerin suchen, aber natürlich nur, wenn es der richtige Mensch zum richtigen Tier ist. Katrin, ich würde gerne bei dir anfangen. Wenn Hunde gefunden werden oder abgegeben werden, die landen im Zwinger, wie geht's denen? Ja, ist natürlich grob für Fundhunde sehr schwierig, weil man nicht weiß, wie lange sie schon auf der Straße rumgelaufen sind. Wir kennen keine Vorgeschichte, nichts über den Hund. Wir wissen nicht, ob der vielleicht krank ist, Medikamente braucht. Ist natürlich für so ein Tier sehr schlimm, manchmal auch dramatisch. Aber man versucht halt alles Mögliche, dass man es dem so gut wie möglich macht, dass er sich halt eingewöhnt. Herr Perlinger, wir sind jetzt gerade wieder in der Ferienzeit, die größeren Ferien kommen noch, das bedeutet bei Ihnen wieder Full House. Wie argumentieren denn Leute, die Tiere abgeben? Die sagen ja sicher nicht die Wahrheit, nämlich ich bin jetzt 6 Wochen weg, ich habe keinen Bock mehr auf das Viech. Ja gut, also wir haben also da die ganz speziellen Ausreden, die also heißt, das eine ist die Allergie, plötzlich bekommt jemand in der Familie Allergie. Dann geht es um das, dass der Hund irgendjemanden gezwickt hat. Dann geht es, dass der Hund sich nicht mit den Nachbarn oder was verträgt. Also es werden immer irgendwelche Ausreden gefunden, die dazu führen, dass man den Hund abgibt. Wobei ich sagen muss, wir sind froh, wenn sie die Hunde abgeben. Vor allen Dingen dann auch, sage ich mal, mit dem Impfpass und mit den Informationen. Als wie, dass er sie irgendwo an der Parkbank anhängt und wir dann überhaupt nichts wissen über das Tier und uns dann da erst reinfühlen müssen. Es gibt noch eine andere, wesentlich schlimmere Form, sich der Tiere zu entledigen. Da hatten Sie vor kurzem einen Fall, den wir uns gleich noch mal zusammen anschauen. Da wären die Tiere nämlich fast nicht bis zum Tierheim gekommen. Sie hatten keinen glücklichen Start ins Leben. Lieblos wurden die 4 Hundewelpen in einer Einkaufstasche ausgesetzt und an einem Feldweg liegen gelassen. Nass und stark unterkühlt wurden die Hundebabys noch rechtzeitig von einer Spaziergängerin gefunden und die Tierrettung wurde alarmiert. Die Finderin hat dann allerdings noch ein zweites Tuch gehabt und hat die damit so ein bisschen noch zugedeckt. Die waren patschnass, als wir angekommen sind. Die Augen von allen Welpen waren noch geschlossen, die Ohren waren auch noch zu. Vergangenen Mittwoch wurden die Welpen in Ludwigsfeld gefunden. Rebecca Werdelmann von der Tierrettung München führte noch vor Ort die Erstversorgung durch. Sie vermutet, dass die Kleinen nur zwischen 1 und 3 Tage alt waren, als sie ausgesetzt wurden. Da wir im Einsatzfahrzeug immer warme Infusionen haben, haben wir die dann aus der Styrobox rausgenommen, haben die dann in der Sauerstoffbox, die wir haben, die ist an allen Seiten geschlossen, aber mit Sichtfenstern, haben wir die verteilt. Und die Wärmflasche, die wir auch im Auto haben, haben wir auch noch mit dazu getan, sodass wir die von allen Seiten wärmen konnten. Das Münchner Tierheim hat sich nach der Rettung weiter um die Welpen gekümmert. Weil die Neugeborenen alle 2 Stunden gefüttert werden müssen, haben die Mitarbeiter die Hündchen mit nach Hause genommen. Doch so viel Mühe sich die Pfleger auch geben, ein Mensch ist kein ausreichender Mutterersatz. Wir hatten ja auch den Aufruf gestartet, dass sich vielleicht noch die Mama findet von den Welpen. Das ist leider nicht passiert. Und da wäre es einfach schöner gewesen, die Mutter einfach mit den Welpen abzugeben. Wenn jemand überfordert ist oder aus irgendwelchen Gründen die Tiere nicht behalten kann, dann hätten wir sie ja aufgenommen. Und es wäre für die Mutter besser gewesen, für die Welpen und auch für uns.
Ohne Ersatzmama würden die Welpen sterben. Deshalb hat der Tierschutzverein München auf Facebook nach einer sogenannten Ammenhündin gesucht. Erfolgreich. Eine frisch gebackene Hundemama aus Nürnberg hat neben ihrem eigenen Welpen nun noch 4 Schützlinge mehr. Herr Perlinger, eine Geschichte, die glücklicherweise gut ausgegangen ist, weil die Hunde gefunden wurden, weil die Hunde rechtzeitig gewärmt wurden und weil sich auch eine Hundemama gefunden hat. Das ist aber nicht selbstverständlich, dass das nochmal so gut ausgeht. Ja, das ist die normale Dramatik, wobei man dazu sagen muss, dass das in einer Plastiktüte und an irgendeinem Container abgestellt oder an einer U-Bahn-Station oder in einer Einkaufstüte vor dem Tierheim abgelegt. Das ist schon Standard. Mit dem haben wir schon das ganze Jahr zu tun, dass eben Neugeborene, ob das jetzt Katzen sind, das sind sehr oft auch Katzen. Jetzt waren es diese Woche gerade wieder 4 Wellensittiche in der Kiste, die an einer U-Bahn-Station gefunden wurden. Also das ist schon Standard, dass die Leute sich hier den Tieren entledigen. Wobei es doch nicht so wäre, dass sie jemanden auffressen, wenn jemand die Tiere bringt. Das sagen wir mit Sicherheit nicht, sondern ich sage ja nochmal, wir sind einfach daran interessiert, dann über die Tiere was zu wissen, über die Tiere Informationen zu haben. Und dafür sind wir da. Wenn Tiere in München und Umgebung in irgendwelche Schwierigkeiten geraten, dafür sind wir 100% da. Was wirklich nicht genügend hoch einzuschätzen ist. Heidi hat jetzt den Arm von Herrn Dr. Bauer zerlegt und ist vor lauter Erschöpfung eingeschlafen. Jetzt ist sie wieder wach. Jetzt haben wir das auch wieder. Herr Dr. Bauer, bei Ihnen vermutet man immer eher Schlangen, Echsen, Spinnen und ähnliche Tiere. Wie kommt es, dass auch Waschbärenbabys bei Ihnen sind? Naja, wir haben vor ein paar Jahren beschlossen, dass wir ohne Namensänderung unser Repertoire ein bisschen erweitern müssen. Ganz einfach, weil wir aus dem Nichts heraus vor 2 beschlagnahmten Wüstenluchsen standen, die dann so Schulterhöhe Schäferhund hatten. Und Gott sei Dank hatten wir Räume vom Tierschutzverein, die wir nutzen durften. Hier meinen ganz dezidierten Dank nochmal an dich, lieber Kurt. Und wir haben die Tierpfleger, die Ausbildung zum Zootierpfleger haben, und haben dann gesagt, okay, wir erweitern jetzt, weil es einfach eine Notwendigkeit ist. Man muss ganz klar sagen, wir haben für die meisten exotischen, vor allem für die gefährlichen exotischen Tiere in ganz Süddeutschland eigentlich keine Möglichkeit, die Tiere unterzubringen. Und da muss man Abhilfe schaffen, da muss ganz dringend was passieren. Können Sie nicht mit Zoos zusammenarbeiten? Das könnte man schon. Das Problem ist nur, dass Zoos ja heutzutage völlig andere Aufgaben haben. Heute ist die Nachzucht für bestimmte Tierarten im Vordergrund. Die Zoos reduzieren ihre Arten zugunsten von mehr Platz für die einzelnen Tiere. Und das ist auch gut so. Und ein Zoo dann als Abstellkammer für ungewollte Tiere wieder zu missbrauchen, das würde den Aufgaben des Zoos widersprechen. Und für die Tiere wäre es unterm Strich auch nicht wirklich gut. Ich bin der Meinung, wir müssen gerade in Bayern, die wir ja nun auch Grenzland sind, brauchen wir einfach ausreichende Ausstattung, um solche Tiere, die irgendwo ankommen, unterbringen zu können. Und man kann das auch nicht einfach immer nur auf die Tierheime abschieben. Die Tierheime machen so viel ehrenamtlich, kostenfrei aus Tierliebe. Und ganz häufig wäre der Staat auch nicht in der Lage, seine hoheitlichen Pflichten zu erfüllen, wenn es Tierheime nicht gäbe. Und da immer nur zu sagen, ja, ihr macht das schon, das funktioniert auch nicht. Sondern wenn wir es ordentlich haben wollen, brauchen wir spezialisierte Einheiten, sage ich jetzt mal, die dann eben auch Wildtiere und Exoten mit abdecken. Und das war für uns der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen ein spezialisiertes Tierheim quasi sein. Und was passiert jetzt mit Heidi, wenn sie größer ist? Im Moment ist es sehr praktisch, sie hat so ein kleines Taschenformat und ist unglaublich niedlich, aber irgendwann wird da mal ein Racker draus, der ganz alleine Küchen zerlegen kann. Glauben Sie nicht, dass Heidi immer so ist. Also die zerlegen jetzt schon Küchen. Beim Waschbären haben wir eine ganz blöde Situation. Die Tiere sind gelistet auf der EU-Liste für invasive Arten. Das heißt, man darf sie nicht mal besitzen. Es war auch ein langer Kampf, Heidi legal großziehen zu dürfen. Deswegen kann ich sie auch nicht vermitteln so einfach. Ich darf sie nicht an Privatleute geben. Die wird mit ihrem Bruder, dem Harald, noch eine Weile bei uns in der Auffangstation leben. Und vielleicht finden wir einen Zoo, der eine Haltungserlaubnis hat, der sie übernimmt.
Auch Sie, Herr Perlinger, haben ein Tier dabei, bei dem es noch nicht genau klar ist, ob das hier bleiben darf, weil wir nicht wissen, was in Diva drin ist. Sie hält sich im Moment gerade sehr geschickt verborgen und ich glaube, sie ist jetzt auch schon erschöpft vom Anschauen. Aber da ist also irgendetwas drin, was landläufig Kampfhundrasse heißt und irgendwas anderes auch noch. Sagen Sie uns bitte, wie das mit ihr weitergeht. Ja, also diese Hunde, die vom Äußerlichen her die erahnen lassen, dass sie einfach zu den sogenannten Listenhunden gehören, brauchen spätestens nach 18 Monaten ein Rassegutachten von einem amtlich bestellten Gutachter, der dann festlegt, gehört sie zur Liste 2 Hunde, die dürfen in Bayern, wenn sie keine gesteigerte Aggressivität haben, gehalten werden. Und Liste 1, egal wie nett sie sind, dürfen in Bayern nicht gehalten werden. Die bleiben dann, ich sage jetzt mal, dauerhaft im Tierheim, wobei es noch andere Länder wie Österreich oder Baden-Württemberg gibt, wo diese Hunde gehalten werden dürfen. Jetzt ist es für uns, man muss dazu sagen, dass natürlich alle Tiere in der Redaktion größte Begeisterung ausgelöst haben. Und Diva hat sich auf den Boden gelegt und wollte am Bauch gekrault werden und war das fröhlichste und unbedarfteste Wesen, das man sich vorstellen kann. Wäre aber im Prinzip egal, wenn der Mix in ihrem Genom nicht stimmt. Genau, das ist das Problem. Und da machen wir ja zum Beispiel jetzt wieder Ende Juli, am 28. Juli, gibt es wieder eine Veranstaltung, wo wir versuchen, der Politik genau dieses Thema klarzumachen. Dass es nicht darum geht, wie die Rasse ist und wie die Abstammung ist oder wie das Genom ausgeprägt ist, sondern dass es darum geht, wie verhält sich der Hund in der menschlichen Gesellschaft. Und da gibt es wieder eine Listenhunde-Veranstaltung, wo wir mit vielen betroffenen Vereinen auch, die also hier kommen und uns ihre Arbeit ein bisschen vorstellen, die Politiker darauf aufmerksam machen wollen, dass sich bei diesen, naja, es ist ja über 20 Jahre alt, dieses Gesetz, dass sich hier einfach eine vernünftige Nachbesserung ergeben muss, damit diese Tiere nicht im Tierheim verkümmern müssen. Katrin, was ist deine Erfahrung mit den entweder Listenhunden oder den anteiligen Listenhunden, sage ich mal? So im also täglichen ich kann Umgang? Eigentlich nur sagen, sehr geduldige Hunde, auch mit Kindern. Es kommt halt einfach auch auf die Erziehung drauf an, wie bei jedem anderen Hund auch, dass er gut sozialisiert wird. Wie viel Schäferhund gibt es, die beißen, Dackel. Also es macht eigentlich keinen Unterschied zur Rasse. Natürlich, jetzt ein Border Collie braucht viel Auslauf, ein Mops nicht so viel. Und sonst ist es eigentlich auch nur ein Hund wie jeder andere. Also ich merke eigentlich keine Unterschiede. Jetzt, glaube ich, ist der Unterschied zwischen Ihnen beiden, dass man bei jedem Hund einen eigenen Charakter feststellen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das für Nattern auch gilt, ob die so eine ausgeprägte Persönlichkeit haben. Was mich aber vor allem erschreckt hat, Herr Dr. Bauer, ist, wenn man bei Ihnen auf die Internetseite schaut, ich war bisher immer der irrigen Meinung, Sie haben so vielleicht 60, 70 Tiere, die halt irgendwo in München abgegeben worden sind und habe dann festgestellt, dass Sie alleine über 100 Nattern haben, die bei Ihnen einquartiert worden sind. Wo kommen die alle her? Naja, viele dieser Tiere werden gefunden, also sind entweder ausgebüxt, was durchaus möglich ist, oder ausgesetzt worden. Und viele kommen aus Privathänden. Das Dumme ist, dass man über Jahre diskutiert hat, welche Tierarten sind für einen Anfänger geeignet und welche nicht. Also so die einfachen Arten, da gehören unsere Kornnattern mit dazu, die gelten als Anfängerschlangen. Und das birgt natürlich die Gefahr in sich, dass sie nach einem Jahr nicht mehr interessant sind. Und wir hören da also ähnliche Ausreden, wie das bei Hunden und Katzen auch der Fall ist. Kinder sind zum Studieren gegangen und so fort.
Und wir kriegen die einfach von Privathaushalten abgegeben. Ganz großes Problem ist allerdings, dass wir bei den exotischen Tieren weit mehr noch als bei Hunden Modetrends haben, die uns ganz große Probleme machen. Da sind bestimmte Farbschläge gefragt, die also bei Schlangen genauso gezüchtet werden wie bei Kaninchen. Da sind bestimmte Färbungsmerkmale gefordert. Also auch hier sind wir wieder mittendrin in der Genetik und alles ist super modern. Und kaum werden die Tiere nachgezogen und der Markt überschwemmt, es gibt nichts Leichteres als Kornattern zu züchten, dann müssen die Tiere weg, wenn der Preis verfallen ist. Das sehe ich also als eine ganz eigentlich widerliche Entwicklung an in der Wildtierhaltung, dass man da Farbtrends hat und Modetrends und denen muss man begegnen. Und das Dumme ist, wenn so ein Tier aus der Mode ist, dann geht es ihm wieder Diva, dann kann es sein, es verbringt den Rest seines Lebens bei uns in der Auffangstation, weil niemand sie haben will. Wie alt werden Schlangen im Durchschnitt so? Ja, das hängt ein bisschen von der Art ab, aber so eine Kornatter kann durchaus mal 15 bis 25 Jahre alt werden. Und dann hätten viele unserer Tiere noch eine lange Zukunft bei uns. Das ist natürlich nicht, was wir wollen, wir würden sie sehr gerne vermitteln, aber wenn sie nicht gefragt sind, tut man sich halt schwer. Erleben Sie das auch, dass es Trends gibt? Also ich erinnere mich, als der Film mit den Dalmatinern in die Kinos kam, ich erinnere mich an Harry Potter, der eine weiße Schneeeule hatte. War das dann, haben Sie das auch gemerkt? Also haben Filme oder so Serien auch Einfluss auf die Tiere, die dann zuerst gefragt und dann abgegeben werden? Ja, ja. Also die Wischler waren dann mal so ein Thema, wo sie waren, oder die Dalmatiner. Oder vor allen Dingen die Huskies, die ein irres Problem sind, weil sie einfach in keine Stadtwohnung passen mit ihren Fell, sondern einfach in kühlere Regionen. Aber wenn die schon schöne blaue, eisblaue Augen haben und die schöne graue Färbung, dann sind die total gefragt. Und von denen landen dann auch wieder genügend bei uns. Haben Sie den Eindruck, dass an Sie drei die Frage, haben Sie den Eindruck, dass es oft so ist, dass Eltern Kindern Tiere schenken, ohne, sage ich mal, genügend Widerstand zu leisten und zu sagen, du erkundigst dich bitte erstmal? Doch, das gibt es schon immer wieder. Da kommen dann Familien mit Kindern und beim näheren Nachfragen stellt sich dann heraus, dass sich dann das 12-jährige Kind voll um den Hund kümmern soll. Geht natürlich nicht. So ein Kind geht in Schule, hat andere Interessen und es bleibt eigentlich, das muss man sich bewusst sein, bei den Eltern hängen. Es gibt aber auch viele, die da sehr vernünftig sind. Also es hat sich schon ein bisschen was getan. Ja, das Thema ist hier, dass einfach die Menschen dann das auch nicht einschätzen, dass so ein Hund einfach 14 Jahre alt wird. Und die ersten 5, 6 Jahre passt es mit dem Kind oder der Tochter oder mit jemandem auch noch. Und dann hat der Hund immer noch 10 Jahre, muss der noch versorgt werden. Und dann, dann ist Endstation Tier. Also bei Ihnen auch so? Mir fällt auf, dass da die Konsumgesellschaft einfach voll durchschlägt. Wir sehen das auch ganz häufig. Wir haben zum Beispiel Äffchen, so kleine Weißbüscheläffchen in unserem Tierbestand. Da sind es häufig die Eltern. Ja, oh, sind die süß und wie bei Pippi Langstrumpf. Und ich nehme die dann mit und gehe mit denen in den Innenraum, der also wirklich den Geruch einer Bahnhofstoilette hat, weil Äffchen immer und überall pinkeln und abkoten. Und muss dann häufig die Mütter überzeugen, dass dieses niedliche Tierchen eben nichts für sie ist. Und das fällt mir ganz häufig auf. Nicht nur bei Exoten, auch bei Hunden, Katzen, Vögeln, Kaninchen. Die Leute wollen was haben, finden es toll. Das ist wie wenn sie heute in ein Modehaus gehen, quält man nämlich mit. Und das haben wir so häufig, dass die Leute aus dem Urlaub Tiere mitbringen, dass sie unüberlegt auch beim Züchter Tiere kaufen, dass sie sich von Fernsehberichterstattungen heiß machen lassen, richtig gehend. Und dann ist das Tier da und dann kommt die große Frage, was frisst es denn? Und deswegen kämpfen wir seit Jahren dafür, dass wir sagen, wir brauchen für jede Tierhaltung nachweislich einen Sachkundenachweis. Nicht nur einen Hundeführerschein, nicht nur einen Führerschein für Listenhunde, auch nicht nur Sachkunde bei Exoten, sondern Sachkunde für jedes Tier, weil es sind Lebewesen. Sie haben vorhin nach dem Naturell gefragt. Die haben zwar nicht jetzt so ausgeprägt wie bei Hunden und Katzen alle ihre Eigenheiten, sie haben auch alle
Bedürfnisse und sie sind alle leidensfähig. Und ich glaube, das sollten wir uns mal in die Schädel hämmern, dass wir hier nicht über einen Karton voller Schuhe reden, sondern über Lebewesen, die ganz intensiv leiden können. Das auf jeden Fall. Ich sehe vor allem Ihren Unterarm leiden, weil Heidi, glaube ich, irgendwie einen kleinen Hungeranfall hat. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, deswegen retten wir jetzt den Unterarm von Herrn Dr. Bauer, geben allen Anwesenden, die das möchten, einen Schluck Wasser. Heidi kriegt eine Weintraube und wir sehen uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heidi hat sich mittlerweile vorgearbeitet von einem Unterarm zu einem Ohr, ist aber immer noch quietschfidel und freut sich darauf, im Stadtgespräch zu sein. Und ich freue mich, dass Sie alle noch hier bei mir sind. Tiere als Ware ist heute unser Thema. Und so fröhlich und so niedlich meine Gäste hier alle sind, müssen wir natürlich über ein ernstes Thema reden. Wie kann es eigentlich sein, dass es bei einem großen Angebot an Züchtern, an Tierheimen, wo man ja auch ein Tier holen kann, trotzdem gerade der illegale Handel dermaßen blüht? Ja gut, also der illegale Welpenhandel ist natürlich vergleichbar mit Gewinnspanne vom Rauschgift. Ich meine, diese Hunde werden in den Herkunftsländern wie Rumänien, Bulgarien oder Slowakei werden die für 20 Euro von so Massenzüchtern abgenommen. Und hier bei uns werden sie dann für 300, 400, 500 Euro, werden die dann diese Modehunde, jetzt sind wir da beieinander, sind also diese englischen Bulldoggen oder Mops oder was auch immer, einfach so, er ist ja auch so ein optisch nettes Ding. Und da werden aus dem Kofferraum raus 500 Euro bezahlt. Das heißt also, das ist eine Gewinnspanne, das ist 20-fache. Und was ist mit den Hunden, was erwerbe ich da eigentlich genau? Das sieht ja nur so aus, als wäre es eine französische Bulldogge, aber eigentlich habe ich doch da ein medizinisches Problem auf Lebenszeit mir gekauft, oder? Meistens ja. Oft sind die Tiere nicht geimpft, falsche Impfpässe, sind total verwurmt, krank. Dann gerade Möpse und das, die achten ja nicht drauf bei der Zucht, dass der Hund überhaupt noch schlaufen kann. Die haben dann später Atemprobleme, teilweise bis zum Ersticken, müssen operiert werden. Also da zahlt dann oft der neue Besitzer Tausende von Euro, wenn der Hund überhaupt erwachsen wird. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, tatsächlich den Verkauf aus dem Kofferraum heraus. Dann gibt es aber auch noch Fälle, in denen ja dann der Welpentransport tatsächlich mal erwischt wird, vorzugsweise auf der Autobahn, wenn eine Polizeistreife die mal stellen kann. Dann haben Sie mit einem Schlag 80 Welpen in einem unbeschreiblich schlechten Zustand, die versorgen müssen. Wie geht das? Wie schaffen Sie das logistisch? Ja, das ist ein riesen logistisches Problem. Und hier muss man sagen, ja gut, im letzten Jahr hatten wir bei uns über 150 dieser Welpen. Und das große Problem ist, dass die einfach zu früh vom Muttertier wegkommen. Und jedes Tier, ob das jetzt ein Hund ist oder eine Katze oder ein Kalb ist, das bekommt in den ersten 12, 16 Wochen über die Muttermilch diese Immunisierung. Und wenn die fehlt, den Tieren, weil sie einfach zu früh von der Mutter weggenommen wurden, dann hat der Hund sein Leben lang ein Immunitätsproblem. Und dass dann noch geschummelt wird bei den Impfpässen, das ist ja auch an sich ein Wahnsinn. Aber es rührt eben auch daher, dass der das Tier abgibt, 20 Euro bekommt. Da sind 5 Euro für den Impfstoff viel Geld. Während wenn es nachher für 600 Euro verkauft wird, dann wäre das Thema 10, 20 Euro für den Impfstoff kein so großes Problem. Wie ist das bei Ihnen und den Reptilien? Ich würde da jetzt mal die Reptilien gar nicht als kleines Problem rausgreifen, sondern exotische Tiere insgesamt. Die Aufgriffe von Gemischtransporten, also da haben Sie dann 4 Wochen alte Hundewelpen, vielleicht noch 2 Katzen. Diverse Vögel, Hirsche hatten wir kürzlich, hochträchtige Hirschkühe. Wie transportiert man illegal eine... In einer Kiste, in der sie normalerweise ein Fahrrad transportieren würden. Also Holzkisten, in die gerade mal ein Fahrrad reingeht. Wo kommen die her, die Tiere? Die kommen, wie die Hunde auch, aus Ost- und Südosteuropa. Und sie haben ähnliche, ja, sagen wir mal, Zielorte. Entweder Spanien
oder sie gehen in die Benelux-Staaten, die komischerweise viel strengere Verbotsbestimmungen haben als wir. Die haben sogenannte Positivlisten, das heißt, die Haltung dieser Tiere ist nicht erlaubt, weil sie nicht gelistet sind. Aber der Bedarf ist nach wie vor da. Der Staat macht da einfach eine Verbotsbestimmung, die er nicht kontrolliert, die ihm unterm Strich wurscht ist. Er hat aber was gemacht. Und der Bedarf an Tieren ist da, nur fällt jede Kontrolle weg und es geht alles über Internet und die Autobahn. Und für meine Begriffe ist da ein Stück weit auch die Qual der Tiere mit durch die Regelungen verschuldet. Was müsste man ändern? Ja, also man müsste hier einfach mehr dann Tierhalteverbote, man müsste die Leute, die hier erwischt werden, hier eben auch deutlicher zur Rechenschaft ziehen. Man muss ja mal folgendes Problem ja beachten. Da wird einer mit 6, 8 Welpen im Kofferraum erwischt. Die haben gesundheitlich Riesenprobleme. Dann kommen die zu uns ins Tierheim und 6 Wochen später hat er einen rechtlichen Anspruch, dass er die Tiere zurückbekommt. Und das Ganze wurde von der Stadt München, vom Veterinäramt beschlagnahmt. Und das Veterinäramt ist nicht in der Lage, dann bei dem neuen Besitzer, der dann in Rumänien oder Bulgarien ist, überhaupt Kosten einzutreiben. Das heißt also, wir bleiben dann auf unseren Kosten sitzen und der bekommt die gesund gemachten, in Anführungszeichen gemachten Welpen einfach wieder retour. Also da ist es schon sehr schwierig, dass man solchen Leuten, die vorher die Welpen in so einen schlechten Zustand ins Land bringen, dass man denen hier erstens mal die Tiere wieder zurückgibt und zweitens mal, dass der auch in 6 Wochen später wieder zu uns einreisen kann und denselben Handel wieder betreibt. Also wir brauchen hier einfach eine bessere Verbotsstruktur. Katrin, wir brauchen eine deutlich bessere Durchsetzung dessen, was an Rechtsstruktur da ist. Man könnte die Fahrzeuge sofort beschlagnahmen. Da gibt es Rechtsgrundlagen dafür. Man muss nicht mit den mit den Eigentümern rumdiskutieren, ob sie ihre Tiere wieder kriegen. Da gäbe es rechtliche Möglichkeiten. Nur landen die mitten in der Nacht auf. Da haben sie in der Regel nur schwer ein Veterinäramt, das sie erreichen können. Bei unseren Tieren haben sie häufig keine Artenschutzbehörde, die sie erreichen können. Ganz häufig ist man einfach froh, wenn der weiterfährt, wenn es kein allzu schweres Vergehen ist, weil wir haben zwar nette Regelungen, aber wir sind nicht in der Lage, sie zu vollziehen. Und dann nochmal, auch hier ohne den Tierschutz wäre dieses ganze Rechtssystem nicht funktionsfähig. Wenn es uns nicht gäbe, wenn wir einmal Nein sagen würden, würde letzten Endes diese staatliche Maschinerie schlicht und ergreifend in sich zusammenfallen. Aber was ich halt nicht verstehe, ist, dass man da nicht wirklich mit Nachdruck dran geht. Erst kürzlich ist ein Tierarzt zum wiederholten Male aufgegriffen worden, diesmal mit Kängurus, ansonsten sind es Hunde, und der reist ein, der reist aus, der EU-Bürger, der tut und lässt, was er will. Und der karrt ständig unter unwürdigsten Bedingungen Tiere quer durch Europa. Es muss doch möglich sein, so jemandem das Handwerk zu legen. Das klingt auf jeden Fall plausibel, dass jemand das nicht ungehindert weiter tun sollte. Katrin, wie geht's euch denn? Wie geht's denn den Tierpflegerinnen und den Tierpflegern, wenn ihr Welpen in diesem Zustand bekommt? Ich weiß, dass die dann oft mitgenommen werden, weil die öfter gefüttert werden müssen, als man das im Tierheim gewährleisten kann. Und ihr wisst im Prinzip, ihr macht es, müsst aber dann im entscheidenden Moment die wieder den Leuten ausliefern, die sie so schlecht behandelt haben. Das ist jetzt, da schnürt so ans Herz zu. Das ist Es ist, da muss ich jetzt erst an einen Fall denken. Also das ist, man peppelt die Tiere auf, macht sie gesund, sie haben wieder eine Freude am Leben. Und dann muss man gesetzlich diesen Menschen, Tierquälern teilweise, herzlose Menschen, wieder diese Tiere aushändigen, weil man sich sonst strafbar macht. Ja. Wir müssen das. Also es fehlen einem die Worte einfach. Man muss dazu sagen, dass die Tiere ja vom Veterinär beschlagnahmt werden. Ja. Wir im Tierheim damit nur Erfüllungsgehilfe des Veterinäramts sind, damit auch überhaupt keinen rechtlichen Zugriff auf die Tiere haben. Und das Veterinäramt und der
kann ich Herrn Bauer beipflichten, sehr froh ist, wenn sie solche Problemfälle in Anführungszeichen aus der Welt schaffen kann, indem sie ganz einfach sagt, okay, wir geben die Tiere dem Besitzer wieder zurück und das Ganze ist vergessen. Aber das kann eigentlich auch kein Zustand sein, wenn wir mal ehrlich sind, weil wir ganz genau wissen, dass die Tiere ja dann weiter nicht pfleglich behandelt werden. Und das ist vor allen Dingen eben auch für die Tierpfleger, die sich um die Tiere dann da gekümmert haben und versuchen, diese Tiere wieder ins normale Leben zurückzuführen. Und es ist ja auch so, dass dann von 5, 6 2 sterben, weil sie gar nicht mehr gerettet werden können. Das ist ja auch immer eine seelische Belastung. Und dann haben die, die diese Tiere in diese missliche Situation gebracht haben, einen ganz einfachen rechtlichen Anspruch, tauchen hier auf und packen die Tiere so richtig ein. Das wäre ganz einfach zu verhindern, wenn es die Kundschaft nicht dafür geben würde. Wie kriegt man die Leute dazu, zu erkennen, dass das wirklich nicht nur unmenschlich, sondern auch eine unfassbare Blödheit ist, sich so einen Welpen anzulachen oder ein anderes Tier, wie Sie gesagt haben. Also es ist vom Känguru über das Hirschkalb bis zum Vogel. Hier spielt einfach Geld eine große Rolle. Man muss also hier einfach dabei bleiben, dass einfach so ein Mops 1.500 Euro kostet im legalen Kauf, hier 300, 400, 500 Euro. Und das Geld spielt hier dann die große Rolle, gerade wenn wir dann bei dem Thema sind, dass sich noch dazu das Kind hier ein Geschenk eingebildet hat. Dass man das dann kostengünstig erfüllen kann. Aber man muss schon sagen, dass es schon wichtig wäre, wenn die Veterinärämter hier wesentlich strikter hier die Gesetzeslage auslegen müssen, sich darum kümmern würden. Und ja, man muss halt einfach sagen, damit halten sie sich natürlich auch ein Problem auf. Weil dem Moment, wo die Tiere dann im Tierheim da bleiben, auch freigegeben werden müssen, kann es auch mal ein gerichtliches Verfahren geben. Da muss man sich dann dazu äußern, das ist alles Arbeit. Und wenn man die Tiere einfach wieder zurückgibt, ist dann das Thema erledigt. Okay. Lassen Sie uns zum positiven Teil Ihrer Arbeit kommen, nämlich zu den Leuten, die zu Ihnen kommen und sagen, ich hätte sehr gerne ein Tier aus dem Tierheim. Denn da ist viel Gutes dann möglich, nämlich dass diese Tiere, die einen sehr unglücklichen Start hatten oder auf sehr, sehr verbrecherische Art und Weise ins Land kamen, dann doch noch ein gutes Leben haben. Wie wählen Sie aus, Herr Dr. Bauer, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mysore Boa wäre schon schön? Naja, solange die Boa erkennt, haben wir ja schon mal einen Schritt weiter. Nein, wir können leider nicht, wie viele Tierheime das mit Hunden und Katzen ja sehr erfolgreich betreiben, Platzvorkontrollen machen, weil wir einfach darauf angewiesen sind, mehr oder weniger EU-weit zu agieren. Wir haben das eine Zeit lang versucht, dass man eben mit Tierschutzvereinen spricht und die Kontrolleure da bittet, mal hinzugehen. Aber es ist natürlich schwierig, ne? Wenn ich jetzt einen Platz für einen Hund kontrollieren müsste, würde ich wahrscheinlich auch auf die Couch achten und nicht auf die wichtigen Dinge. Deswegen machen wir das erstmal über eine Fragebogenaktion. Das heißt, die Menschen müssen sich outen und sie müssen sich dann auch auf intensive Gespräche mit meinen Kollegen einlassen. Und wir schicken durchaus bestimmt jeden Dritten nach Hause. Das ist immer noch hanebüchen, was für Vorstellungen manche Leute haben, wie man Tiere pflegen kann. Aber in der Regel, auch wenn am Anfang nicht alles passt, hat man ja im Gespräch einfach auch die Möglichkeit, zu beraten und die Leute an die Hand zu nehmen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht sagt, so hier hast dein Tier, tschüss, sondern dass man eben auch ansprechbar bleibt. Katrin, wie ist das für euch? Habt ihr schon so einen Instinkt entwickelt, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich möchte einen Hund, dass man erstens erkennen kann, das ist der richtige Mensch und dann vielleicht sogar schon den richtigen Hund im Auge hat, der dazu passen könnte? Doch, im Laufe der Jahre entwickelt man schon ein gewisses Gespür. Wir führen natürlich sehr ausgiebige Beratungsgespräche, weil oft kommen Leute und finden halt den Hund nett, aber passt vielleicht nicht zu denen zu ihrem familiären Ablauf. Und dann schaut man halt einen anderen Hund oder so und versucht halt auch im Gespräch mit Probegasse gehen, die zwei dann zueinander zu bringen. Das wird aber dann noch mal kontrolliert, also besuchen Sie dann die noch mal? Bei uns ist es klar, dass wir je nach Hundetyp haben wir die sogenannte Vorkontrolle und die Nachkontrolle. Dafür haben wir auch
viele Ehrenamtliche, die das machen, aber wir haben auch hauptamtliche Tierschutzinspektoren, die das Ganze checken. Und bei uns, wir haben natürlich auch diese Fragebogenaktion, also die Leute müssen sich auch über den Fragebogen äußern. Und man glaubt gar nicht, wie man in so einem Gespräch dann mitbekommt, wie der Hund zu den Leuten passt. Ob der nur nett ist oder ob die Leute sich schon bewusst sind, dass man mit dem Hund auch jeden Tag raus muss, dass der eine Gasse geführt werden muss, dass der Hund auch Tierarztrechnungen, dass da anfallen, welche Kosten das hier anfallen. Da sind die Leute dann oft auch immer verwundert, welche Fragen wir stellen. Ach, sowas. Die meinen eben, da sind wir dabei, dass die ein paar Schuhe kaufen. Mhm. Auch die gibt es, aber das erkennt man dann. Also da muss ich unseren Pflegern schon ein Riesenkompliment machen, die diese Gespräche führen. Wobei da immer zwei zusammengehören. Die Pfleger kennen natürlich auch ihre Hunde. So ein Hund ist ja, jetzt sage ich mal, 4, 6 Wochen, teilweise 2 Monate bei dem Pfleger, der ihn täglich füttert, der ihn auch zum Gassigehen rausgibt und so weiter. Also der ist dann schon nicht bereit, den jeden neu mitzugeben. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir ganz viele Menschen heute erreicht haben, die sagen, ich möchte gerne ein Tier aus dem Tierheim. Ich distanziere mich von dem Gedanken, aus der Tierzucht es zu holen. Gibt es denn Möglichkeiten, sich vorher mal auszuprobieren? Zum Beispiel, ich hatte noch keinen Hund, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich einen Hund haben möchte. Wie geht es? Was kann ich da zu Ihnen kommen und mich mal als Gassigeher probieren oder welche anderen Möglichkeiten gibt es? Gern. Also wir freuen uns über jeden Ehrenamtlichen, der zu uns kommt und mit unseren Hunden Gassi geht. Es wird vorab ein Informationsnachmittag gemacht für Gassigeher. Da erfahren sie alles Nötige, wie man mit eben diesen Hunden umgeht, auf was man achten muss. Und dann bekommt man Gassigeher-Ausweis und kann dann ins Tierheim kommen und einmal mit Hunden Gassi gehen, dass man mal das Feeling kennenlernt. Und ist jetzt ein unkomplizierter Hund, dann haben die Interessenten selbstverständlich die Möglichkeit, über längere Zeit mit dem Hund spazieren zu gehen. Und auch wenn sie ihn mit nach Hause nehmen, stehen wir immer nur mit Beratung, teils mit Hundetrainern zur Seite. Bei Katzen ist das auch so, Sie kontrollieren? Wir kontrollieren bei jedem Tier kontrollieren wir. Und wir haben auch bei uns diese abgesperrten Ausläufe, wo man dann mit dem Hund mal reingehen kann und sich mit dem Hund reinsetzen kann, wo der Hund dann auch laufen kann, ohne dass er gleich abhaut, weil er einfach in einem abgeschlossenen Auslauf drin ist. Wir haben bei unserem Gelände 5 Hundetrainer mittlerweile, die die Leute beraten, die auch vorher den Hund schon kennengelernt haben. Und das ist einfach der Vorteil, dass die Leute hier sehr gut den neuen Hund kennenlernen können. Wir wollen in den letzten Minuten dieser Sendung die Tiere vorstellen, die hier sind, weil, wie am Anfang der Sendung schon erwähnt, es dringend nötig wäre für alle hier, ein willkommenes neues Zuhause zu finden. Wir müssen mit Heidi anfangen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Heidi schnarcht. Das konnte ich mir jetzt gerade anschauen. Also Heidi schnarcht. Heidi findet Nuckeln an Oberarmen großartig. Heidi hat eine kriminelle Ader und kann Flaschen und alles Mögliche öffnen. Was muss man über Heidi wissen, wenn man eventuell daran denkt, eine Heidi zu adoptieren? Also ein Waschbären zu adoptieren ist im Moment in Deutschland fast nicht möglich. Man braucht also ganz schwer zu kriegende behördliche Erlaubnisse. Eben weil der Waschbär als invasive Art gilt und von der EU auf den Index gesetzt worden ist. Ich würde sie gerne jemanden geben, dessen Wohnung sie umgestalten kann, aber ich fürchte, das wird schiefgehen. Also Heidi ist im Moment, Zoos dürfen, wissenschaftliche Einrichtungen dürfen. Bei Tierheimen ist das Ganze noch ein bisschen schwierig, weil da die Rechtslage nicht geklärt ist. Aber wir bleiben dran, dass die EU vielleicht irgendwann die Regelung hinkriegt, dass man auch wieder einen verwaisten Waschbären haben darf.
Wunderbar. Dann zu Susa kann ich Ihnen persönlich auch was sagen, nämlich dass Susa im Moment gerade entdeckt hat, dass man Stühle im Studio super annagen kann. Susa hat Welpenzähnchen, das heißt, und Susa findet es gerade total blöd, dass ich sie daran hindere, diesen Stuhl zusammenzunagen. Wer kann denn einen Hund wie Susa halten? Gut, Susa ist ein sehr kleiner Hund, aber sehr lebhafter Hund. Sie kennt Katzen, also wäre jetzt auch ideal für eine Familie mit Katzen. Ja. Bei der die Katzen aber auch schon Hunde kennen. Mhm. Sonst sind die Katzen nicht so erfreut. Für eine Familie mit Kindern vielleicht ab 12 Jahren. Und man darf nicht vergessen, Susa ist 4 Monate alt, noch nicht stubenrein, muss das erst mal lernen. Okay. Ja, eigentlich sonst ein unkomplizierter, netter Hund. Und mag gerne Lederstühle. Was machen wir denn mit Punchy? Punchy ist jetzt kein Wohnungshund, das wissen wir. Nee, der bräuchte Haus mit Garten, liegt aber bei uns auch sehr gern auf der Couch, muss ich sagen. Es ist einfach ein, ja, ein Traumhund. Er ist mit großen, mit kleinen Hunden nur nett, mit Menschen in Ordnung. Braucht halt einfach, ja, wie gesagt, einen großen Garten. Mhm. Und man muss dazu sagen, die Gelenke sind nicht mehr so in Ordnung. Ellbogen hat ein bisschen Probleme, wurde jetzt im Tierheim behandelt. Also 3 Stunden joggen oder irgendwas, das geht halt mit ihm nicht. Eher ruhig spazieren gehen. Ja. Wir reden über Diva, wenn wir wissen, ob Diva bleiben darf. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen. Wir wissen jetzt, mit welchen Forderungen Sie an die Politik gehen. Und ich hoffe sehr für Sie, dass Sie da Einwirkungsmöglichkeiten finden zum Wohl aller Tiere, nicht nur von den Tieren, die heute hier waren. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es geht nicht nur um die 4 Kleinen hier, die heute im Studio waren, sondern um ganz viele andere Tiere unterschiedlichster Art, die darauf hoffen, noch ein neues, ein schönes Zuhause zu finden. Und wir freuen uns über jeden von Ihnen, der im Tierheim, in der Reptilienauffangstation und bei ganz anderen vielen Organisationen vorbeischaut, die das bedienen können und die vielleicht Tiere haben, die zu Ihnen zu Hause passen. Dankeschön fürs Zuschauen.